Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ach scheiße, wir haben endlich den blöden Herd abgerissen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja viel um eher die Läden gekümmert und wie sie funktionieren und wie der Ablauf ist. Und haben ein, zwei Kleinigkeiten gemacht. Ich hoffe, dass die jetzt mal hier langsam das annehmen, dass da hier ein Herd drin steht. Aber den Herd haben sie irgendwie nicht erkannt. Vielleicht muss ich ihnen den auch mitten in den Raum stellen. Vielleicht ist es das. Vielleicht wollen sie einfach, dass der 24-7 vorne steht. Ansonsten tue ich diese Kaffeebar noch eins nach vorne legen. Dann können sie mich echt gerne haben langsam. Unser Flughafen läuft wie bekloppt. Man sieht den Flugzeugtraffic, den wir haben. Wir haben auch mittlerweile die zweite Start- und Landebahn hier eröffnet. Ich bin gespannt, ob die genutzt wird am Ende. Oder ob es bei der einen bleibt. Rein theoretisch kann ich hier die Richtung ändern. Muss geschlossen werden. Wir ändern jetzt einfach mal die Richtung. Dann haben wir One Way in beide Richtungen sozusagen. Gut. Wir haben jetzt hier schon einen internationalen Bereich. Da geht es eh schon ab. Wenn sie raus wollen, sind sie langsam ein bisschen überfordert. Obwohl, durch die Self-Checkouts geht das schon. Und es warten auch immer gemäßigt viele Mitarbeiter, Leute davor. Also eigentlich eine ganz gute Sache. So. So, der Herd ist drin. Warum? Ah, nee, warte mal. Nee, die wollen immer noch nicht den Herd nicht annehmen. Hey, ich check's nicht. Da ist ein Herd drin. Dem passt die Fläche nicht. Gut, und keine 7 Kühlregale. Kann ich verstehen, dass man das dann nicht annimmt. Wer braucht auch 6 Kühlregale rein theoretisch? Die wird auch der Rest nicht passen. Okay. Wenn dir das so nicht passt, dann nehme ich diese blöde Theke nochmal raus. Weil langsam kann es ja nicht mehr sein. Was heißt, wir machen diesmal für mittelgroße Flugzeuge auch frei. Bin gespannt, was passiert. Ob jemand dahin fährt. Asche, erstes mittelgroßes Flugzeug, jetzt bin ich gespannt. Also der Weg, wie sie fahren, ist schon interessant. Kommt da jetzt was oder was ist da jetzt los? Ah, eine große Maschine ist jetzt gelandet, Can. Och. Fuck off. Gut, bedeutet, das ist jetzt nur noch Weg runter. Und das hier ist nur noch Weg rauf. Weil sonst passiert sowas hier und das ist absolut nicht gut. Wenn wir solche Staus auf den Straßen haben. Schaut euch das an. Das ist jetzt gar nicht gut gewesen, was ich getan habe. Kann ich hier irgendwo eine Position? Nee, kann ich auch nicht. Den kann ich... Ah, schau, jetzt kann ich hier... Da kann ich sagen, rein theoretisch die Richtung. So, jetzt steht ihr euch gegenüber. Was macht ihr jetzt?
Ich tue jetzt echt nur, dass die Schrägen nur fürs Drauffahren sind. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt fahren die hoffentlich bis ganz hinten durch. Oh, jetzt lenkt's. Jetzt hat's kurz gespeichert. Also irgendwie habe ich einen kleinen Stau provoziert. Kann das passiert sein? Huch. Entschuldigung. Hier ist ein großer Stau entstanden. Oh, scheiße. Auf was wartet jetzt welches Flugzeug? Auf was wartest du zum Beispiel? Also teilweise verstehe ich nicht, worauf wartet er? Kommt hier irgendwas? Ist hier irgendwas auf der Strecke? Die hier hinten stauen sich? Wait, what? Existiert dieses Flugzeug überhaupt noch? Ne, jetzt fährt's, hä? Jetzt fährt das vor. Warum fährst du jetzt über die Mitte? Warum stehen da 4 Kilometer Flugzeuge? Könnt ihr euch bitte entknoten? Genau, die Startposition sollte ja circa passen. Hier stehen immer noch 5000 Flugzeuge. Und ich weiß nicht wieso. Leute, das macht Verzögerungen. Wir stehen eh schon nicht gut mit den ganzen Flugfirmen. Okay, warum stehst du... Ah, okay, weil jetzt die durch dürfen. Okay, jetzt fährst du durch. Löst sich das langsam mal auf? Ach, du heilige Scheiße. Okay, gehen wir mal ganz casual zurück zu dem Thema, wie läuft's mit unserem... Also, warte mal, ich wollte ja eigentlich noch, das musste ja wieder die Kaffeebar einbauen, ne? Da war was. So. Also, seitdem ich die für die mittleren Flugzeuge aufgemacht habe, ist hier eine Katastrophe entstanden. Die ist ab sofort wieder geschlossen und sollte sich das hoffentlich ein bisschen wieder anpassen. So. Immerhin passen die Geldverhältnisse aktuell sehr schön. Warum startest du jetzt zum Beispiel nicht durch? Ist da noch irgendwas auf der Startbahn? Ah ne, da ist noch ein kleines Flugzeug drunter. Die gehen ineinander, ach du heilige Scheiße. Jetzt haben wir schon wieder. Aber wir machen halt echt massiv Geld. Aber wir staunen uns halt wie bekloppt, weil die irgendwie nicht starten. Weißt du was, wir machen jetzt hier wieder Start und Landung. Die müssen halt nur bis da hochfahren. Leute, wir legen hier die Richtung fest. Nur die Richtung.
Und hier nur die Richtung. Die stapeln sich halt echt schon. Was ist hier passiert? Haben wir ein, zwei, die vielleicht nochmal noch hochgehen? Schau, wie die sich stapeln. Ihr müsst einfach durchstarten. Machen wir langsam echt Sorgen. Weil die sammeln sich ja überall. Also teilweise würde ich mir so einen Clear-Button mal wünschen, damit ich einfach wieder alles aufräumen kann. Ich glaube, dass es den nicht unbedingt gibt. Ach ja, die gehen jetzt hier auch rüber. Nee, hier darfst du auch nur in die Richtung. Dann starten die nicht jetzt auch hier durch. Dann kommen endlich hoffentlich die Flugzeuge hier auch raus. Ah! Das ist echt ein schlimmer Stau mittlerweile. Kommt schon. Okay, weißt du was? Wir bauen währenddessen noch hier den großen Supermarkt. Super, jetzt sehe ich nicht mehr, wo ich bauen wollte. Das ist doch eine Kacke. Jedes Mal dieses... Ich sehe nichts. Hier. Sehe ich das? Ich vermute mal, so ganz leicht sieht man es irgendwie, aber auch nicht wirklich. So. Das ist der Supermarkt. Das sollte ja gut passen. Wie schaut es mittlerweile mit dem Stau aus? Ja, es geht. Es geht. War schon mal schlimmer, würde ich sagen. Also immer noch nicht gut. Ohne Frage, aber es wird besser. Wenn man so sagen möchte. Und die unsere Gehälter und unsere aktuellen Ressourcen schauen auch gut aus. Dann würde ich mich doch jetzt nochmal an die Tiefgarage machen. Und als erstes das Terminalgebäude festlegen. Das sich hier befindet. Und dann die Infrastruktur. Wie groß bauen wir denn? Das ist jetzt mal die nächste Frage, denke ich. Ich denke, hier unten können wir auch jederzeit sonst erweitern. Das sollte ja kein Problem sein in dem Fall. Wir haben genug Platz, wie gesagt. Ich erstrecke schon mal die Straßen so, dass das passen sollte in Zukunft. Hier unten machen wir noch eins breiter, denke ich. Einfach für die Fußgängerwege.
Gut, dann die Fußgängerüberwege. Die müssen natürlich auch platziert werden. Na komm. Ich brauche hier auch nochmal Eis einfach außen rum, weil vor den Lolz sozusagen. Wie man so schön sagt. Was ich schade finde, dass er nicht einfach sagt, okay, hier wird was gebaut, das lasse ich jetzt aus. Und dann könntest du einfach mehr Fläche auf einen Schlag ziehen teilweise. Ah, das ist hier leider nicht so. Aber, ja, wie gesagt, das, da gibt es bestimmt auch eine Entscheidung am Ende immer. Von den Spielentwicklern. So. Leute, wir sind doch noch nicht mal hier fertig. Habe ich nicht oben das Ding abgesperrt? Kein Zulassen. Warum rennt ihr denn immer schon los, wenn noch nichts fertig ist? Ah. Ihr seid doch so hier Hiopais. Die sind echt dumm. Ganz ehrlich. So. Baut mal, weil sonst kriegen die gleich einen Anfall, dass sie nicht mehr durchkommen. Ja, gefährliches Gepäckstück legt mich doch am Arsch. Ah. So. Hier werden noch Fußgängerüberwege und dann. Ja, die kriegen wir schon hin. Schau an. Läuft schon. Jetzt kommen die sogar in den Keller runter und bauen. Höh. Aber wenn wir so weit schon sind, dann machen wir hier das jetzt auf. Und wie gesagt, das muss ja jetzt alles umgestellt werden. Das sind ja alles für Langzeitparker gedacht. Wenn ihr ganz unten parkt, in der Höhle des Löwen, dann seid ihr eindeutig für lange Parkzeiten hier. Ansonsten habt ihr ja oben das, oder ihr kommt mit dem Bus. Aber hier unten stehen nur die Harten, weil die wollen in den Garten. Mhm. Ja, aber es wird schon, es wird schon. Also ich dachte, ich denke, das dauert kurz, aber schau ja, da kommen schon einige Autos mittlerweile, die teilweise nicht wissen, wo sie hinwollen, aber kein Stress. Kein Stress hier. Die hier sind nicht schon echt fast voll, das ist gut. Man sieht, die Kurzzeitparkplätze sind nicht so beliebt wie die Langzeitparkplätze in dem Fall. Weil ich denke, dass die echt ein kleiner Hit werden könnten. Gut. Als nächstes müssten wir mal planen, wie wir Planungsmodus, ja, wie wir das Ganze hier auslegen wollen für das ganze System. Also, ich hätte gerne immer so eins breit die Fußgängerwege. Was ich aber auch wiederum gern hätte, wäre ein simples System anstatt 3000 Einfahrten. Bedeutet, man sagt, okay, die Busse fahren jetzt, wie weit ist denn das? 2, glaube ich, ne? Bedeutet, die Busse fahren jetzt hier dann, glaube ich, so und kriegen dann halt 2 Einfahrten oder Ausfahrten. Je nachdem muss ich das hier platzieren. Ich glaube aber, dass wir die eher von oben reinschicken, dann nach unten raus. So. Dann müssen wir die Bushaltestellen platzieren. Mal schauen, wie viele Platz haben. 3 Stück. Dann möchte ich die 2 breit machen. Bin mir gar nicht sicher. Oder machen wir. Ja, warte mal, das machen wir 1 breit. Kompletter Schwachsinn.
So, dann musst du immer dazwischen eins frei bleiben. Für die Fußwege. Die ich dazu platzieren werde. So. Und dann steht das eins weiter drüben. Dann sollte das gut passen. Und durch das neue Straßensystem sollten wir hier auch schön viel Pathway haben. Und dadurch weniger Probleme, wie die Leute laufen am Ende. Der IT-Infrastruktur, okay. Ja, super. Das sind immer wieder echt tolle Angelegenheiten hier, die passieren. Eieiei. So, wo ist denn jetzt der erste hier rein? Machen wir den nächsten. Und hier machen wir das nächste Teil. Dann dazwischen die Fußpfade. Planen wir das Ganze mal so ein bisschen aus. So. Dann kommen noch die kleinen Fußüberwege hier drauf. Die überall hinkommen. Warte, da kommt jetzt noch ein Stück Straße hin, dann passt das nämlich schon mal von der Aufteilung circa her. Klein. Zack, perfekt, gut. Und wie gesagt, dann sagen wir jetzt hier. Was kann ich erst sagen, wenn die fertig sind? Okay, schade. Schade, schade. Ah ne, warte mal, das ist ein Baumobjekt. Reine Einfahrt, reine Einfahrt. Und hier halt auch so. Ey, du darfst denn so fahren. Und dasselbe hier. Hier geht's nur raus. Und dann gehen wir jetzt hier einfach mal hin, sagen Baumodus. Ach du, die tausend, das geht doch. Zittern nicht, wir haben eine Million wieder. Zeit vorspulen. Der Flughafen, ja, läuft, würde ich mal sagen, einigermaßen. Ist mit dem Landesystem noch so ein Problem. Wir geben dem auch wieder die komplette Erlaubnis für alles. Geben wir ein bisschen Randomness rein. Sagen hier auch, dass hier nur nach oben gefahren werden darf. Jetzt schaut es aber wieder gut aus. Hier sind sie wie bekloppt am Bauen. Ah genau, ich muss hier noch sagen, keine zulassen außer Busse. Aber soll ich das hier machen? Keine zulassen außer Busse. Und hier auch keine zulassen außer Busse. Alle zulassen, damit ist dann Pfeil wieder da. Und da sollten hier nur noch die Busse reinkommen. Yes! Aber warum? Achso, ja, das muss ich noch umdrehen wahrscheinlich, ne? Konnte ich die nicht umdrehen irgendwie? Ja. Das ist noch die Sache, die ich bei jedem hier auf der einen Seite machen muss. Damit das eindeutig passt. Und nicht komplett lost ist. Und wie wir jetzt auch sehen, wir müssen denen eindeutig sagen, in welche Richtung sie fahren dürfen.
Herrgott, Zeiten des Sips doch. Kann doch nicht so schlimm schwer sein, oder? Hier nur so. So. Schwer zu kapieren, oder geht das? So, und die Straße reißen wir jetzt einfach ab, weil die ist lustigerweise verbunden jetzt mit dem Rest. So. Aber wenn die dann hier so dastehen, dann haben wir hier ein gutes System. Und die kommen hier alle gut durch. Aber weißt du was, dann machen wir das hier noch so dazu. Um es vielleicht ein bisschen simpler zu machen, reißen wir zwischen einfach die Straße ab. So. Dann können nicht dann nur noch die hier rausfahren und die zwei hier rausfahren. Da haben sie schon wieder ein kaputtes Fahrzeug vergessen. Oh, Leute. Aktuell laufen die eh noch oben rum. Da habe ich die Chance, schnell hier was anzupassen. Oh shit. Dann ist es genau hier drüber. Wir lassen das so. Oder wir setzen dann die Straße. Warte, warte, wir lassen es noch so, dass es bitte abreißt. Reißt da bitte das Ganze ab. Wenn ich mir nicht ihr Straße, Bankett, Parkplatz, dann müsste hier irgendwann die Straße kommen. Also eigentlich nur ein, zwei da drüben, weil hier ist ja dann das Parkett, dann ist da der Parkplatz, bedeutet hier kommen dann die Straßen hin, genau. Dann machen wir hier die Straßenabfahrt. Dann können wir die Zwischenstraßen nicht entfernen, dann haben wir eine große Fläche. So eine schöne große Fläche, das ist gleich gar nicht doof. Na kommt, ein bisschen flotter. Wir wollen hier noch was erleben oder sollen wir hier einschlafen gehen? So. Kommt hier bitte ein kleiner Übergang hin. Wir schließen währenddessen mal hier die ganzen Busstops. Damit wir den im Endeffekt abreißen können. Und dann müssen wir die Straße abreißen. Machen hier keine Zulassen außer Busse. Machen hier alle Zulassen hin. Machen dann hier das noch weg. Dann hier noch einen Fußweg hin. Schön mit Fußwegen vollpflastern. Das freut doch jeden am Ende. Auch noch nicht, weil hier haben wir noch einen Fußweg stehen. Ah, ja, 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 ja. Was zur Hölle ist hier passiert? Leute? Was für einen Spaß habt ihr hier getrieben? Die Hälfte ist frei und ihr macht hier einen Unfall? Eieiei. Für was baue ich so viele Plätze? Nicht aus Spaß, eindeutig. Aber ja, hey, wenn ihr unbedingt hier einen Riesenunfall bauen müssen, Riesenkamerambulage, ey, tut euch keinen Zwang an. Tut euch keinen Zwang an, ich sag's euch. Aber, ich weiß es ja nicht, ne? Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben in dieser Woche relativ viel geschafft. Und, oh, du Scheiße, stehen hier viele Leute an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ups, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin hat sich hoffentlich dieser kleine LKW-Stau hier entfernt. Also, bis dann. Ciao.
Puh.